Ein wunderschönes Hallo bei Life is Feudal. Da starten wir mal wieder den Ameisenhaufen. Jetzt habe ich hier natürlich so ein, zwei Ecken. Moment. Da haben wir eine Wasserquelle. Dadurch, dass das ja hier jetzt mehr Gebäude geworden sind. Da unten ist eine, das ist okay. Da ist eine, das ist okay. Da oben ist eine, das ist okay. Dann setzen wir hier doch noch eine hin. Nach wie vor, so ein Brunnen nimmt nicht viel Platz weg und den kann man auch immer noch wieder abreißen. Ja, warum denn nicht? Sieht es eigentlich hier hinten aus mit den Brunnen? Da hat man den da in der Mitte. Das ist ganz okay. Und hier hat man einen zweiten hingesetzt. Das geht jetzt auch. Noch wenn dann mehr Gebäude kommen, können wir den dann tatsächlich setzen. Gut. Gut, gut, gut. Ich schaue nochmal ganz schnell. Das hat mir jetzt ja ausgemacht. Ja. Naja. Können wir nichts dran machen. So, der Weg ist doch in Ordnung. Der Wildsau. Bitteschön. Wenn die da durchpetzt, muss ja nicht sein. Ich guck gerade, ob ich was übersehe. Natürlich übersehe ich irgendwas an Getier. Aber das kann ich jetzt nicht verhindern. So. Der Markt, der ist voll. Das ist auch in Ordnung. Was auch immer der soll. Das wird sich schon noch auch rausgeholt. Ja, nee, genau. Die Klamotten werden sich hier zum Beispiel auch rausgeholt. Also passt das soweit. Der ist ja halt Unfug. Das soll ja zum Tausch sein irgendwie. Aber die Leute haben da kein Geld. Was sollen die denn da tauschen? Eisen ist nach wie vor Mangelware. Haben wir einen Auftrag? Haben wir tatsächlich. Ja, ist okay. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, es wird Nacht. Hier haben wir nichts dazwischen, ne? Deshalb auch keinen Weg hin. Oder einen, der sich lohnt zu bauen. Könnten wir höchstens. Ja, ne, da geht's nämlich nicht durch. Die muss hier einmal so in der Schlangenlinie laufen, leider. Da ist ja alles geblockt. Oh, das klappt aber. Okay, da kommt es immerhin durch. Aber da können wir keinen Weg setzen, oder? Nee. Nee, nee, nee. Ja, und es dann nach da setzen, wenn sie da rumläuft, das bringt auch nichts. Hier vielleicht, aber warum? Also, wenn es ja auch klappt. Die Hühner sind jetzt nicht so wichtig, dass man da. Das habe ich nicht gesagt. Die Hühner sind super wichtig. Aber, Die fühlen sich ja auch nicht wohl, wenn sie hier direkt an der Straße wohnen, ne? Also hier ist so eine Durchgangsstraße, die soll ja noch schon ein bisschen naturbelassen sein. Und da dann die ganze Zeit die Abgase da in dem Schnabel haben, das will doch auch keiner. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Ich hab da den Bär gesehen. Der Mr. Belvebär. Der da hinten ist zwar noch hinten, aber stört mich trotzdem. Ich muss hier mit allen Mitteln meine Hühner verteidigen. So, weg mit dir! Ja, ja, im Abendlicht. Moment, ich wollte hier. Ach so. So. Dann klappt das hier auch. Wunderbar. Ich brauche 4 von 5 Arbeiter. 5 von 5 bräuchte. Ich habe nur 4 von 5, deshalb setzen wir da noch einen rein. Wir haben immer noch 2 Idle. Das ist ganz gut. Der Wald, der blüht.
Das ist ganz gut. Da kommt dann auch demnächst was hin, glaube ich. Hoffe ich. Ist ja nur der eine, ja. Hat schon wieder diese komische Welle da soll. Tsunami oder was? Merkwürdig. Wie geht's der Baustelle? Gar nicht mal so schlecht. Fehlt nur noch ein bisschen Eisen. Und dann kann man das ja schon machen. Okay, der ist schon gut ausgelastet. Och ja, der kommt aber zurecht. Mhm, 40, 50 und Lehm. Jo, ja, können wir nochmal weitermachen. Haben die da drüben ein bisschen was? Und dann können wir tatsächlich auch mal die Eier verschieben. Die Klamotten. Tierhäute und... Ja, wir haben ja alles. Können wir ja nicht mehr reinsetzen, als da reinkommen. Und jetzt noch ein Lager hinbauen. Damit die Wege kürzer sind. Ich weiß nicht. Weil eigentlich ist es blöd. Ja, wobei er doch... Er ist so in der Mitte halt. Muss er ja auch irgendwie sein, wenn ich nicht alles per Hand dahin karren möchte. Hier hinten haben wir die Häute, da unten haben wir die Blümchen. Also von daher ist das schon so eigentlich ganz optimal. Der Schrein deckt alles ab. Der Schrein deckt die hier ab. Der Schrein deckt das ab. Die Fischerhütten sind nicht abgedeckt, okay. Die sind noch abgedeckt. Und der Schrein deckt das weitestgehend ab. Jo. Und dann geht das. Dann geht auch das. Okay, wie viel... 10? Dann machen wir auch da das Limit von 30. Wie gesagt, dann können wir wieder 10... Überall 10 hinsetzen. Ich denke, das sollte okay sein. Bin mir noch gar nicht sicher, wie viel der Halunke auf einmal schleppen kann. Aber das ist ja auch eh wurscht, dann wird es dann da weggenommen. Also der Halunke meinte ich jetzt den Eselsmensch, weil wenn der jetzt irgendwie so eine komische ungerade Zahl nur trägt, dann wird das ja nicht aufgehen mit den 10, 10, 10. Auch das schauen wir irgendwann mal. Okay, ach genau, mit dem Orschrecht wollte ich hier nochmal gucken. Da werden die Bäumchen gepflanzt, scheinbar. Ja. Hat der denn was zu tun? Der Orschadjana, wo ist er denn? Orchi! Da. Watering Plant. Okay, hat da ja scheinbar was zu tun. Da haben sie schon wieder neue gesetzt. Das war aber vergebene Liebesmühe. Aber jetzt bis zum Winter kommt da ja nichts bei rum. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Rampe hässlich oder gut finde. Deshalb lassen wir sie nochmal da. Die anderen Arbeiter. Die drei Stück. Kein Resource. Kein to Storage. Kein to Storage. Ah ja. Das ist ja dann okay. Das heißt, die haben alle was zu tun. Und stehen nicht Doom Room. Die Produktion könnte ich auch nach oben setzen mal wieder. Wobei da das Limit ja vor kurzem tatsächlich erreicht war. 82, das ist mir ein bisschen zu wenig. 426, das ist erstmal okay. 129, aber dann ist das ja in Ordnung. Dann haben wir hier auch viel drin.
sollten wir denn das Limit tatsächlich auch wieder anders setzen. Genau, dann setzen wir es auf 1000. Geht das so? 1500. Wobei wir hier ja auch welche haben, ja. Dann könnten wir uns bis auf die da in der Mitte auch tatsächlich darüber regeln, dass wir überall 500 haben. Zur Not schieben wir die mit dem Mannequin hier rum. Okay, genau, dann... Nee, Entschuldigung. So, dann pausiere ich das mal schnell. Dann haben wir da oben, dann nehme ich die drei... Nein, die drei drin. Dann kommt hier Nachschub. Dann, wenn das 500 erreicht hat, können wir da unten die Produktion starten. Wenn wir es nicht dann eh setzen müssen, dann müssen wir mal gucken, wie viel die verbraten. Jetzt haben wir knapp 1000, das sollte in Ordnung sein. 563 Holz. Wie sind die verteilt? 130, 67, da sind nicht mehr so viel drin. Und da ist genug drin, okay. Dann ein bisschen was zum Bauen, hier fürs Feuerholz. Das wird jetzt ja eh nach da geschubbelt. Also alles im grünen Bereich. Die Fische. Es sind fast alle da drin. Da oben kommen so schnell keine Fische hin. Demnach. Wo haben wir den Fisch? Da haben wir den Fisch. Ziehen wir den von dort nach dort. Hinten haben wir ja selbst noch eine Fischerbude zur Not. Aber dann wird das schon mal verteilt. Gut. Ha, später erst. Okay. Das ist abgegrast im wahrsten Sinne des Wortes. Können wir also erstmal pausieren. Das ist auch abgegrast. Hier muss noch abgegrast werden. Genau wie hier. Damit haben wir wieder zwei neue, ne? Ups. Und damit sind sie jetzt eh hinüber. Können wir da sagen, du sollst es noch ernten? Ah, schauen wir mal, was bei rauskommt. Die Eisenproduktion. Lass dich nicht verscheißen, ich brauche etwas Eisen. Läuft aber eigentlich. Ja, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Dann musst du woanders suchen, in einer anderen Stadt. Zieh doch aus, los. Geh nach Kuchstadt oder keine Ahnung. Oh. Sind wir schon so weit? Ah, das ist ja cool. Dann können wir eigentlich den Eisenzufluss stoppen hier. Wenn das denn nach da war. Wo sollte ging das hin? Ja, nach da. Dann bleibt er nämlich im Hause. Beziehungsweise könnten wir den tatsächlich nach oben ziehen. Na, genau, Eisen. Von hier nach dort. Da hier ja das Cast-Eisen, Iron gemacht wird. Dort. Ja, naja, das ist genauso dieses Hin und Her mit den Ressourcen. So viele Hühner, guck dir das mal an. Looking auf der Kette, jui. Hallo Huhn, was hast du heute zu tun? Und im Schnee kommen die auch klar, scheinbar. Wäre auch blöd, wenn nicht. Oh, das werden wir ja sehen. Ach, Mensch, so viele Hühner. Leider ist dieses fette Open Inventory Schild da immer. Hm. Ah ja, die Gatherers hat. Die hat jetzt auch nichts mehr zu tun. Wo haben wir denn den Einhalunken? Gathering Resource. Gathering Resource. Och, dann lassen wir sie noch gathern, wenn sie noch was finden. Warum denn nicht? Solange sie nicht erfrieren, ist mir das quasi gleich. Mit den Klamotten kommt die gute Dame eh nicht hinterher. Und der gute Herr. Ich weiß gar nicht, wer da ist. Ich dachte, es wäre eine gute Dame.
Leder. Leder ist ja hauptsächlich da oben. Oder hier. Lachs ist auch alles da oben. Hier haben wir gar keinen Flachs mehr, okay. Na, dann. Die hat einen Radius, aber da sind noch alle drin. Deshalb ist das auch nicht weiter schlimm. Hoch, ich heute mit meinen Reimen, das ist ja Wahnsinn. Das tut mir leid. Achso, nee, die brauchen 40. Oh, da kam ein ganzer... Nee, achso, das war's. Okay. Aha. Die Backstube. Interessant. Okay, ja, cool. Warum nicht? Sollen sie mal machen. Was haben wir denn da noch zu tun? Das Eisen läuft sozusagen. Dort. Wird auch schön rübergeschoben. Hier kommt andauernd noch Stein nach. Das ist super. Hier ist auch noch einiges an Stein. Das ist auch super. Gut. Der hat auch ein bisschen... Achso, ja genau. Ich habe keine weiteren Esel, sonst könnten hier mehr arbeiten. Aber die Donkey Farm, die kommt ja. Irgendwann. Hier die. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Holz ernten sollen. Jetzt im Winter ist es dann immer so eine Sache. Nicht, dass die Halunken erfrieren. Was bauen die hier? Warum liegt da Zeug rum? Achso, das wurde einfach nur gefällt. Verstehe. Mhm. Going to storage. Cool. Da. So, haben wir die auch noch? Dann trag das mal weiter zu Storage. Achso, es ist jetzt E. Jetzt haben sie nichts mehr zu tun. Gut. Dann können wir das wieder starten, und das wieder starten. Und die haben, sind eh durch wegen Winter. Dieser Orchard, Mensch. Getting warm. Kann der denn was tun? Das ist so die Frage. Weil wenn er nichts tun kann, dann kann ich ihn auch abziehen. Beziehungsweise kann ich ihn auch einfach idle lassen. Dann lasse ich ihn idle, dann gehe ich auf Nummer sicher. Er macht ja so oder so, wie wir eben gesehen haben, ja auch die ganzen Tragearbeiten. Also passt das. Und jetzt... Läuft er einfach irgendwo hin und kriegt keine Meldung? Okay. Gut. Naja, dann lasse ich ihn mal machen. Donkey. Wieso läuft der so komisch? Einfach mal quer über die Felder rüber. Kürzt er hier den Weg wohl ab? Das ist ja äußerst komisch. Machen die das alle? Laufen die jetzt alle blöd über die Felder rüber? Das wäre ja ein bisschen hässlich. Ich beobachte das mal kurz. Nö, jetzt läuft er hier rüber. Okay, und dann? Was auch immer das dann war. A baby has been born in dieser kalten Zeit. Oje. Oh, es ist fertig. Und ich krieg keine Meldung. Ich dachte, das gehört mit dazu. Wasser und Dingsens. Dann haben wir Brot. Ah. Uha. Milk. Ach du Scheiß. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Flöhe. Okay. Wow. Okay, also die
braucht richtig viel Ressourcen. Meat Pie. Die Milch war hier, ne? Ja. Fruit Pie. Honey Pie. Fish Pie. Aber das geht ja dann tatsächlich alles. Da brauchen sie nur Mehl. Was wolltest du jetzt alles haben? Okay. Das ist nach neun. Yes. Ah, ich habe ein bisschen falsch geklickt, ne? Meat Pie, Vegetable Pie, Fish Pie. Kann man das irgendwie wieder abbrechen? Natürlich nicht. Und der... Ne, warte mal. Vegetable Pie, Meat Pie, Fish, Meat, Vegetable. Das sollten wir hinbekommen. Fish, Meat und Vegetable, der braucht keine Milch. Meat braucht keine Milch. Und der Fisch... Nein, braucht auch keine... Ah, bitte! Danke! Das ist so fisselig. Braucht auch keine Milch. Also geht das ganz gut. Grain. Und das können wir tatsächlich auch so backen. Dann müssen wir... ein wenig auf die... Entschuldigung, ich war jetzt kurz verwirrt. Da müssen wir ein bisschen mehr auf die Mühle gehen, damit wir nicht diese blöde Expedition starten können. Ich möchte aber nicht, dass hier alle arbeiten, deshalb nehmen wir dann nur einen, damit die anderen noch was tun können. Zum Beispiel eben dieses Ding dann. Da muss leider die Taverne noch mal ein bisschen warten. Und wir könnten hier dann einen einsetzen, das mache ich aber in der nächsten Folge. Da gucke ich ja mal. Wir müssen nämlich dann auch die ganzen Ressourcen rüberbringen. Na, hat der Donkey-Typ hier was zu tun? Oder wir holen uns erst den Donkey-Typ. Schauen wir mal. Okay, vielen Dank fürs Schauen. Euer KV.